Hi, I'm T. Harv Eker, Hallo, ich bin T. Harv Eker, Autor des New York Times Bestsellers So denken Millionäre. Und ich möchte heute mit Ihnen über das sprechen, was man Ihr finanzielles Verhaltensmuster nennt. Würden Sie gerne sehr viel mehr Geld in Ihrem Leben haben und möchten Sie gerne sehr viel glücklicher sein? Dann passen Sie jetzt auf, denn in diesem Video werden Sie endlich erfahren, was der wahre, der tatsächliche Grund für finanziellen Erfolg, für Mittelmaß und für Versagen ist. Wissen Sie, ich bin dafür bekannt, folgende Aussage zu machen. Und diese lautet so: In 5 Minuten mit einem Menschen kann ich seine finanzielle Zukunft vorhersagen. Und zwar für den Rest seines Lebens. Wie? In einem kurzen Gespräch finde ich heraus, was sein finanzielles Verhaltensmuster ist. Jeder von uns trägt sein persönliches Verhaltensmuster für Geld und Erfolg eingeprägt im Unterbewusstsein. Und dieses Muster, liebe Freunde, bestimmt Ihr gesamtes finanzielles Leben. Sie mögen perfekt im Geschäftsleben sein und bei Verhandlungen perfekt im Vertrieb, perfekt im Verkauf, perfekt in Kommunikation und in Menschenführung. Sie wissen vielleicht alles über Immobilien oder alles über Aktien und Anleihen und Investitionen, aber wenn Ihr unbewusstes finanzielles Verhaltensmuster nicht für großen Erfolg ausgelegt ist, dann werden Sie nie an das ganz große Geld kommen. Und falls per Zufall doch, werden Sie es irgendwie wieder verlieren. Woher ich das weiß? 12 lange Jahre habe ich gekämpft, 17 Stunden am Tag geackert, an jedem Tag der Woche, um es zu schaffen. Ich hatte 12 Jobs und 14 verschiedene Geschäfte. Ich studierte alle Geschäftsstrategien. Ich folgte den erleuchtetsten spirituellen Ratgebern. Nichts funktionierte, bis ich mein finanzielles Verhaltensmuster verstand und es änderte. Das hat mein Leben verwandelt. Es ist die Aufgabe meiner Firma Peak Potential Trainings, diese Prinzipien mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. Mit Menschen so wie Sie. Was ist ein Finanzmuster und wie entsteht es? So wie der Bauplan eines Hauses über dessen Aussehen bestimmt, so bestimmt Ihr festgelegtes finanzielles Verhaltensmuster über Ihre Beziehung zu Geld. Es kombiniert Ihre Gedanken, Ihre Gefühle und Ihre Handlungen. Ich möchte Ihnen eine äußerst wichtige Formel vorstellen, die festlegt, wie Sie Ihre Realität und Ihren Wohlstand kreieren. Man nennt es den Manifestationsprozess und der sieht so aus. Gedanken führen zu Gefühlen, diese führen zu Handlungen und diese zu Resultaten. Nochmal, Gedanken führen zu Gefühlen, Gefühle führen zu Taten, Taten führen zu Ergebnissen. Was sind also Ihre Gedanken, Glaubensmuster und Gewohnheiten? Was denken Sie über sich selbst? Glauben Sie, Ihnen steht Reichtum zu? In Wahrheit bestimmen Ihr Charakter, Ihr Denken und Ihre Glaubensmuster zuallererst über Ihren Erfolgslevel. Warum also ist Ihr Finanzmuster so wichtig? Haben Sie schon mal bemerkt, dass manche Leute viel Geld haben und es dann verlieren? Nun wissen Sie warum. Den allermeisten Menschen fehlt es an der inneren Fähigkeit, große Geldsummen zu schaffen und zu behalten und mit den Herausforderungen richtig umzugehen. Ein perfektes Beispiel sind die Lottogewinner. Studien zeigen, dass die meisten Lottogewinner wieder zu ihrer finanziellen Ausgangslage zurückkehren, mit der sie gut umgehen können. Wenn andererseits ein Selfmade-Millionär sein Geld verliert, hat er es meistens sehr schnell wieder zurück. Denn wenn ein Selfmade-Millionär sein Vermögen verliert, so behält er doch die Grundvoraussetzung für seinen Erfolg, sein Reichtumsbewusstsein. Ihr Finanzmuster bestimmt über Ihr finanzielles Leben und auch über Ihr Privatleben. Wenn Sie ein Muster für wenig Geld haben, dann ziehen Sie wahrscheinlich einen Partner mit demselben Muster an, um in Ihrer finanziellen Komfortzone zu bleiben und Ihr unbewusstes Geldmuster zu bestätigen. Auch Ihr geschäftlicher Erfolg hängt von Ihrem Finanzmuster ab. Wenn Ihr Muster auf 100.000 jährlich programmiert ist, dann wird Ihr Geschäft genau das abwerfen. Das ist wie bei einem Thermostat. Wenn es im Zimmer 20 Grad warm ist, wie ist dann der Thermostat wohl eingestellt? Auf 20 Grad. Wäre es denkbar, weil die Fenster offen sind und es draußen sehr kalt ist, dass die Temperatur im Raum auf, sagen wir, 15 Grad sinkt? Ja, natürlich. Doch was würde dann passieren? Der Thermostat sorgt automatisch dafür, dass die Temperatur schließlich wieder genau auf 20 Grad steigt. Und wäre es auch möglich, dass bei offenen Fenstern und großer Wärme draußen die Temperatur auf 25 Grad steigt? Natürlich. Doch was macht der Thermostat dann sofort wieder? Er bringt die Temperatur wieder ganz schnell runter auf 20 Grad.
Das heißt, der einzige Weg für eine permanente, eine dauerhafte Temperaturveränderung besteht darin, den Thermostat zu verstellen. Bei Ihnen ist das ganz genauso. Der einzige Weg zur permanenten, dauerhaften Veränderung Ihrer Finanzen besteht darin, Ihren finanziellen Thermostat, das heißt Ihr Geldverhaltensmuster, neu auszurichten. Wie entsteht also Ihr Geldverhaltensmuster? Die Antwort ist einfach. Ihr finanzielles Verhaltensmuster besteht hauptsächlich aus den Informationen oder der Programmierung aus der Vergangenheit, insbesondere im Kindesalter. Sie wurden nicht einfach mit Ihrer Einstellung zum Geld geboren. Man brachte Ihnen bei, wie Sie über Geld denken und was Sie damit machen sollen. Das Problem ist, die meisten haben den Umgang mit Geld von Leuten gelernt, die darin nicht sehr gut waren. Ihr Verhältnis zum Geld wurde konditioniert durch das, was Sie gelernt haben. Von den Eltern, den Geschwistern, von Freunden und Lehrern und so weiter. Stellen Sie sich nun einmal vor, dass Ihr Geist nichts weiter als ein riesiger Aktenschrank ist. Ihre Gedanken stammen aus den Informationen, die Sie dort abgelegt haben, als Ergebnis Ihrer Konditionierung und allem, was Sie je gelernt haben. Unsere Konditionierung geschieht auf drei verschiedene Arten. Für das Geld und für jeden anderen Lebensbereich. Erstens Programmierung durch Sprache. Was haben Sie gehört, als Sie klein waren? Zweitens Nachahmung. Was haben Sie gesehen, als Sie jung waren? Und drittens besondere Erlebnisse. Was haben Sie als Kind in Bezug auf Geld, Erfolg, Wohlstand und reiche Menschen erlebt? Lassen Sie uns über die erste Art sprechen, die Programmierung durch Sprache. Kennen Sie auch die Sprüche wie Geld ist die Wurzel allen Übels oder spare in der Zeit, dann hast du in der Not oder der ist stinkreich oder man muss schwer arbeiten für sein Geld? Alle Aussagen über Geld, die Sie als junger Mensch gehört haben, stecken noch in Ihrem Unterbewusstsein, als Teil Ihres Geldverhaltensmusters. Und das bestimmt über Ihre Finanzen ganz automatisch, ohne dass Sie daran denken. Sie befolgen Ihr Muster und verhalten sich entsprechend. Die zweite Art der Konditionierung ist das Nachahmen. Es gibt den alten Spruch, wie der Herr, so's geschah. Und das gilt natürlich heute noch ganz genauso. Im Allgemeinen verhalten wir uns genau wie ein oder wie eine Mischung aus beiden Elternteilen, wenn es ums Geld geht. Die Frage ist also, welches Verhältnis hatten Ihre Eltern während Ihrer Kindheit zum Geld? Konnten Sie mit Geld gut umgehen oder eher schlecht? Haben Sie Geld ausgegeben oder gespart? Wurde um Geld bitter gestritten oder war es eine Quelle der Freude? Wie Ihre Antworten auch aussehen, Sie machen es so wie Ihre Eltern. Oder manchmal auch genau das Gegenteil. Nun, was meinen Sie? Warum sollte jemand sich genau anders verhalten? Das kommt darauf an, wie wütend Sie auf Sie waren oder wie Ihre Lebenssituation aussah. Kommen wir nun zur dritten Art, besondere Erlebnisse. Was haben Sie als junges Kind erlebt, was Geld, Wohlstand und reiche Menschen betrifft? Diese Erfahrungen sind extrem wichtig, denn sie bestimmen die Glaubensmuster oder eher die Illusionen, die Sie heute haben. Verbinden Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen Geld mit Schmerz oder eher mit Freude, mit Sicherheit oder mit Freiheit? Wie Ihre Assoziationen auch aussehen, diese haben die Macht über all Ihre finanziellen Entscheidungen bis zum Ende Ihres Lebens. Es sei denn, Sie verändern Ihr Geldverhaltensmuster, das Sie abgespeichert haben. Und das ist exakt, was bei Tausenden von Menschen jedes Jahr geschieht, auf tiefer und dauerhafter Ebene, beim Millionaire Mind Intensive Seminar. Das Training und der richtige Umgang mit Ihrem Geist ist die allerwichtigste Fähigkeit, die Sie je erwerben können, wenn es um Glück und Erfolg geht. Ich will Ihnen über die Macht der Konditionierung eine Geschichte erzählen. Josie war OP-Krankenschwester und hatte ein gutes Einkommen, aber sie gab immer ihr ganzes Geld aus. Als wir beim Seminar ein wenig tiefer schürften, erzählte sie eine Erinnerung. Im Alter von 11 Jahren war sie einmal mit ihren Eltern und ihrer Schwester in einem Restaurant. Dort gerieten ihr Vater und ihre Mutter in einen heftigen Streit über Geld. Ihr Vater erhob sich, er schrie herum und schlug mit der Faust auf den Tisch. Und dann sagte sie, wurde er erst rot und dann blau und dann fiel er urplötzlich zu Boden mit einem Herzanfall. Josie war trotz ihres jungen Alters bereits Rettungsschwimmerin und versuchte ihren Vater wiederzubeleben. Doch es gelang ihr nicht. Ihr Vater starb in ihren Armen. Aufgrund dieser Kindheitserfahrung verband Josie Geld womit? Mit Schmerz. Da erstaunt es nicht, dass sie als Erwachsene unbewusst ihr ganzes Geld loswerden wollte. Und nur um diesen Schmerz loszuwerden. Beim Millionaire Mind Intensive Seminar konnte Josie ihr altes Muster erkennen und verändern. Und heute ist sie auf dem Weg zu finanzieller Freiheit.
Es ist so, dass Ihr Einkommen nur so schnell wachsen kann wie Sie selbst. Hier ist noch eine Geschichte. Steven, ein anderer Kursteilnehmer, hatte 9 Jahre lang jedes Jahr $800.000 verdient. Das ist viel Geld, oder? Und wissen Sie was? Stevens Problem war nicht das Geld verdienen, sondern was? Es zu behalten. Trotz seines hohen und beständigen Einkommens kam er nur gerade so über die Runden. Seine Ersparnisse waren genau null. Steven erzählte uns, dass ihm als Kind seine Mutter immer gesagt hatte, die Reichen sind voller Habgier. Du brauchst nur so viel, um gerade zurechtzukommen, sonst bist du ein Schwein. Kein Wunder, dass er pleite war, denn seine Mutter hatte ihm beigebracht, dass die Reichen habgierig sind und schlecht. Und weil er weder gierig sein noch seine Mutter enttäuschen wollte, konnte er unbewusst was nicht sein? Reich. Durch einige hochwirksame Übungen während des Seminars konnte Steven sein Geldverhaltensmuster grundlegend verändern. Und ihm wurde klar, dass er die Glaubenssätze seiner Mutter übernommen hatte. Das war ihre Programmierung und nicht seine eigene. Innerhalb von lediglich 2 Jahren wurde er zum Multimillionär. Nun, wenn man 800.000 im Jahr verdient, sollte das kein Problem sein. Aber 9 Jahre lang hatte er es nicht geschafft. Nach dem Kurs ging es ganz leicht. Und jetzt ist es an der Zeit, die Millionenfrage zu beantworten. Wie sieht Ihr Geldverhaltensmuster aus? Bringt es Ihnen Erfolg, Mittelmaß oder finanzielles Versagen? Sind Sie auf Kampf oder auf Leichtigkeit programmiert? Wie erkennt man das? Ganz einfach, wie sind Ihre Ergebnisse? Wie ist Ihr Einkommen? Arbeiten Sie hart und lange für Ihr Geld oder ist Ihr Leben ausgeglichen? Ist Ihr Einkommen regelmäßig oder unregelmäßig? Sparen Sie viel oder geben Sie viel aus? Investieren Sie meistens in Gewinner oder eher in Verlierer? Wächst Ihr Geschäft oder dümpelt es so dahin? Jede Ihrer Antworten wird von Ihrem Finanzmuster bestimmt. Und leider behalten die meisten ihr finanzielles Verhaltensmuster bis zum Ende ihres Lebens, solange sie es nicht erkennen und verändern. Und genau das geschieht beim Millionaire Mind Intensive Seminar. Es hat schon das Leben von mehr als 1 Million Menschen aus 104 Ländern verändert. Und es wird auch Ihr Leben völlig verändern. Okay, den ersten Schritt zur Umgestaltung Ihres Geldmusters haben Sie schon gemacht, indem Sie sich dieses Video ansehen. Doch damit der Wandel dauerhaft ist, muss er auf der Zellebene passieren, mit neuen Verbindungen im Gehirn. Sie müssen die Konzepte umsetzen, nicht nur darüber lesen oder darüber sprechen, nicht nur davon hören oder daran denken, sondern es tatsächlich auch tun. Beim Millionaire Mind Intensive Seminar ändern Sie Ihr Verhaltensmuster augenblicklich, direkt vor Ort, an einem Wochenende. Wir sagen Ihnen nicht, wie es geht, um Sie dann damit allein zu lassen. Warum? Sie würden nichts tun. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, oder? Wussten Sie eigentlich schon, dass es 2 Arten von Gewohnheiten gibt? Die Gewohnheit, etwas zu tun und die ebenso wichtige, etwas bleiben zu lassen. Das bedeutet, dass Sie alles, was Sie zurzeit nicht tun, eben aus Gewohnheit bleiben lassen. Darum lassen wir Sie nicht allein. Darum passiert alles vor Ort. Sie brauchen mir nicht zu glauben. Nehmen Sie einfach teil und erleben Sie es selbst. Wenn Sie sich jetzt anmelden, dann erhalten Sie einen sagenhaften Rabatt von 1.200 Euro. Ja, richtig, 1.200 Euro Rabatt. Dann kostet Sie die Karte statt 1.297 Euro nur noch 97 Euro. Das ist mein Einführungskennenlernpreis, da ich das erste Mal in Deutschland bin. Werden Sie aktiv und klicken Sie auf den Jetzt-Anmelden-Button hier unten, um Ihr Leben zu verändern. Ob Sie es glauben oder nicht, allein sich dieses Video anzusehen, unterscheidet Sie von der Masse der Menschen. Das war der erste Schritt und ich finde, das soll belohnt werden. Für eine kurze Zeit biete ich Ihnen und jedem, der sich dieses Video ansieht, eine Ersparnis von 1.200 je Karte. Klicken Sie einfach auf den Button Jetzt anmelden und Ihr Leben wird nie mehr dasselbe sein.